herzlich willkommen zu Throne and Liberty und unseren kleinen Infovideos, Guides und alles rund um Throne and Liberty. In dem Video soll es eigentlich darum gehen, ein paar Grafikeinstellungen, dass ihr ein bisschen performanter dieses Spiel ist und dass es euch nicht zur Hölle leckt, auf gut Deutsch gesagt. Und noch so ein, zwei Live-Stability-Einstellungen für euer Tap-Target-System. Weil wo ich die entdeckt habe und endlich mal umgestellt habe, holy moly, hat das Spiel auf einmal noch mehr Bock gemacht. Aber bevor wir so richtig anfangen mit dem Video, schaut mal unten in die Videobeschreibung rein, das sind so ein, zwei Links für euch. Vielleicht ist ja was für den einen oder anderen dabei, mich wird es unterstützen und auch sehr freuen. Und wenn euch doch das kleine Video hier gefällt, dann wisst ihr doch Bescheid, ein Däumchen ist ein Träumchen. Und dann gehen wir mal rein in diesen kleinen Guide. Dann fangen wir doch mal gleich mit der Grafik an. Hier werde man nicht drauf gehen auf dem Bildschirm, weil ich spiele 4K. Die meisten von euch spielen keine 4K. Und wenn ja, macht auf jeden Fall FPS-Begrenzung an und macht DLSS auf ausgewogen und die Framerate Generation oder Generation auch einen Haken rein. Alles andere, ich habe hier ein Mod-System stehen, aber alles andere schafft einfach dieses Spiel nicht. Das sind einfach zu viele Spieler. Vielleicht später irgendwann mal, aber nur, dass ihr das schon mal gehört habt. Gehen wir in die Qualitätseinstellungen. Hier bin ich prinzipiell immer ein nach unten gegangen. Ich könnte dieses Spiel locker flockig auf Episch spielen, aber ich will kein Lag fest haben. Ich will eine gewisse Art an FPS haben und das durchgehend. Wenn das dann mal ein bisschen runterdroppt, ist das egal. Ich habe aber keine Lags. Ne? Nur, dass ihr das einfach schon mal gehört habt. Das heißt, wir sind einmal auf Hocheinstellungen gegangen. Je nachdem, was ihr für ein System habt, müsst ihr das hier halt einstellen. Was ich euch aber empfehlen kann, ist, einmal die Charakteranzahl auf niedrig zu stellen. Das heißt, das legt einfach euch nur fest, wie viele Charaktere um euch herum gezeigt werden. Umso weniger gezeigt werden, umso besser für eure Performance. Dann habe ich nochmal die Schattenqualität und Qualität von fernen Schatten habe ich auch um 1 nochmal nach unten gemacht auf Mittel. Nimmt nämlich auch sehr viel Performance ein. Das denkt man gar nicht, aber der Schatten ist manchmal gar nicht mal so geil. Dann ist das völlig euch überlassen. Ich habe jetzt zum Beispiel die Bewegungsunschärfe habe ich rausgenommen, weil das ist, da kann einer schlecht werden, manchen wird sogar schlecht dabei, deswegen ich habe es jetzt rausgenommen. Wenn ihr das gerne haben möchtet, lasst es drin, wenn nicht, nehmt es raus. Und dann nochmal so das Letzte. Wir haben ja jetzt praktisch die Spieleranzahl ein bisschen vermindert auf dem Bildschirm und jetzt gehen wir einfach nochmal ein kleines Ticken nach unten und zwar sind wir jetzt beim Gameplay und Charaktere. Und dann gehen wir unter Angriff. Und das haben leider nur die PC-Spieler. Ich glaube, am Anfang ist auf alles angezeigt, aber wir gehen eben nur meine Animationen anzeigen. Und zwar Fähigkeiten, Effekte von gewählten Zielen anzeigen. Das kann jetzt natürlich auch im PvP ein bisschen creepy werden, ein bisschen schwierig. Aber wenn ihr jetzt gerade erstmal am Anfang unterwegs seid, nehmt das raus und macht nur eure eigene Animation rein. Ich sag euch, das Spiel wird definitiv besser laufen als vorher, weil er nicht mehr so viel auf einmal machen muss. Ich habe das ausprobiert. Ich habe jetzt vorher ungefähr, wenn ich in der Stadt war und es war viel los, war ich bei 30 FPS bei 4K. Jetzt mittlerweile bin ich bei, hier kann viel los sein, es ist mir egal, zwischen 70 und 85 FPS mal 90, je nachdem wo ich stehe. Das meine ich damit. Also ihr könnt euch da schon ein bisschen Performance reinholen. Und jetzt kommen wir zum Gameplay und Steuerung und jetzt kommen wir zum Tap-Target-System und hier wird es dann interessant. Und zwar gehen wir mal einmal unter Angriff. Und jetzt seht ihr schon, oh, hier sind ja schon ein paar Sachen an, ein paar Sachen sind aus. Wenn ihr die Fähigkeiten in Warteschlange einreihen, anmacht, habt ihr so ein kleines bisschen Micro-System. Das heißt, ihr werdet dann eure Fähigkeiten, wie jetzt zum Beispiel die hier unten, einmal durchtappen. Ja, das heißt, von 1 bis 6 einmal durchballern und dann wird er praktisch automatisch eure Fähigkeiten immer wieder auf den Mob oder auf den Boss wieder tun. Das heißt, ihr könnt dann irgendwann mal auch stehen bleiben und gar nichts tun. Das ist aber euch überlassen, ob ihr das reinmacht. Ich kann es jetzt nicht gebrauchen, weil ich bin Tank, ich muss mein Zeug selber drücken. Weil das mal so, ne, ich kann da nicht automatisch machen. Aber für den DD, der eine wirklich wirklich fixe Rotation hat, ist das gar nicht mal so verkehrt. Und das nächste wäre dann automatisch bewegen innerhalb der Reichweite, um Ziel anzugreifen. Das ist eigentlich ganz einfach, nur ein bisschen komisch geschrieben. Das ist, wenn ihr jetzt jemanden angreifen wolltet, musstet ihr ja immer erst anklicken, also müsst ihr ja jetzt immer noch, und dann musstet ihr hingehen, so lange drücken, bis er dann irgendwann mal angreift. Wenn ihr jetzt so weit weg sind, einmal unten in die Leiste guckt und ich drücke einmal die 5-Taste, ja?
geht er automatisch zu dem Ziel, bis er in Reichweite ist. Und dann fängt er an, Damage zu machen. Habt ihr das eben nicht drin, müsst ihr immer wieder hingehen, müsst ihr antippen und dann müsst ihr selber euch dadurch triggern, so wie ihr das eben gebrauchen könnt. Ich fand's ganz geil, weil ich mir da sehr viel Stress rausnehmen kann. Das unten drunter hat eigentlich was mit eurer Heilung zu tun. Wenn ihr jetzt Heiler spielt, könnt ihr das anmachen. Deswegen habe ich es jetzt zum Beispiel auch rein, weil ich spiele Paladin. Könnt ihr das auch anmachen? Warum könnt ihr das anmachen? Das gleiche funktioniert beim Heiler. Das heißt, wenn ihr jetzt außer Range steht, um euren Gruppenmitglied zu heilen, könnt ihr ihn praktisch mit der Heilung anklicken und dann geht er automatisch dahin, bis er in Reichweite ist und heilt den Gegner, also euren Gruppenmitglied dann. Deswegen habe ich das jetzt zum Beispiel auch mit drin. Es ist sehr unterstützend, glaubt mir. Wenn ihr dann einen, zum Beispiel einen Tank spielt oder also so eine andere Klasse, es kommt immer drauf an, was für eine Klasse ihr dann habt. Und zwar diese gezielte Fähigkeiten schalten sich auf das aktuelle Ziel auf. Ja, das hört sich ein bisschen komisch an, ist es aber eigentlich ganz einfach. Das heißt, es gibt nämlich Ziele, wo ihr dann eben so automatisch, also ihr müsst dann halt suchen. Ich kann es euch jetzt nicht zeigen, weil ich habe erstens mal habe ich es an, beziehungsweise ich habe den Schild Bouncer drin. Normalerweise müsste ich jetzt hier so rumgehen und müsstet es dann praktisch so mit einem blauen Feld, könnt ihr euch das vorstellen, suchen, wo ich das gerne hinwerfen würde. Fixiert ihr das jetzt aber in euren Einstellungen an, fixiert ihr das Ziel direkt. Ja, müsst ihr aber auch ein bisschen aufpassen damit, weil es kann auch mächtig in die Hose gehen, weil dann könnt ihr auf einmal Sachen zusammenpullen oder halt andamagen, die ihr eigentlich gar nicht andamagen wolltet. Das kann schon in die Hose gehen. Das würde ich euch nur empfehlen, wenn ihr damit auch wirklich klarkommt. Ne, gerade als Tank oder sonstige Sachen. Deswegen probiert euch kurz aus, ob das für euch was ist. Wenn nicht, dann lasst das weg und macht das lieber manuell. Und das nächste wird euch das Leben richtig erleichtern. Das heißt, wir gehen unter Gameplay und Ziel. Dann scrollen wir einmal nach unten und dann sind wir bei dem Auto-Zielauswahl bei Angriff. Ich habe etwas gebraucht, bis ich das rausgefunden habe, aber macht diesen Haken hier unten rein. Gerade wenn ihr mit Tap-Target-System spielt, also mit Maustastatur. Klassischen Modus, nicht den neuen Modus, den Action-Modus, sondern klassischen. Das heißt einfach automatischen Zielen auf nächstgelegenen Feind bei Angriffen ohne Ziel. Das heißt einfach für euch, wenn ihr nämlich jetzt hier unterwegs seid und es ist voll viel los, es ist extrem unübersichtlich und was nicht alles, habt ihr Probleme irgendwie zu tappen und den nächsten Angriff rauszufinden, wo ich hin angreife, sage ich jetzt einfach mal. Es ist ganz einfach, weil er macht das jetzt automatisch. Er nimmt dann immer den nächstgelegenen, der nächstgelegene nimmt er jetzt praktisch. Wenn ich jetzt hier den hier umgebracht habe, nimmt er praktisch den dann. Und ich muss nichts mehr klicken. Ja, er nimmt ihn jetzt von automatisch ins Tap-Target-System. Und ich muss nicht immer tappen und gucken, wo ist jetzt dieses Ding da rum. Ja, ist nicht mehr so, wenn ihr diesen Haken reinmacht, weil dann macht das automatisch. Und das waren die kleinen Tipps so mit der Grafik und so weiter und so fort. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit helfen. Mir haben sie sehr geholfen, weil ich habe dann absolut keine FPS-Probleme mehr. Und mit dem neuen Tap-Target-System ist das arschgeil, weil das macht das Spiel einfach nochmal ein bisschen anders da. Ihr seht es ja gerade selber ein bisschen. Ich zeige euch mal so ein bisschen, wie der Mid-Game-Parler so ein bisschen aussieht, sage ich jetzt mal. Und das macht schon Bock zu spielen. Es ist dann halt immer die Frage, möchtet ihr so spielen oder. Das ist euch überlassen, ob die Einstellungen was für euch sind, müsst ihr halt einfach mal ausprobieren. Probiert sie mal aus, kostet euch nichts. Und dann hoffe ich, dass sie euch gefallen haben. Und wenn ja, wisst ihr Bescheid, ein Däumchen ist ein Träumchen. Und dann sehen wir uns doch hoffentlich im nächsten Video von Frontend Liberty wieder. Oder in einem anderen Video von mir. Bis dahin, tschüss.